ihre Zuhörer zum Passionskonzert in der Pfarrkirche St. Georgen begrüße Sie alle recht herzlich. Wir befinden uns in der vorösterlichen Bußzeit. Die Fastenzeit ist eine Einladung. Ich darf innehalten, gleichsam in meinen inneren Spiegel schauen und meine eingefahrenen Gewohnheiten wahrnehmen. Die Fastenzeit ist eine Zeit, Bilanz zu ziehen, aufzuräumen und wegzuwerfen, was ich nicht wirklich brauche. Was passiert mit mir, wenn ich da bewusst einmal pausiere? Wir selber wissen am besten, was uns persönlich gut tut. Leidenschaftlich und konzentriert wahrnehmen, was wirklich wichtig ist und dann ohne Rücksicht dahin aufbrechen, das ist die Ermutigung der Passionszeit. Das war die Situation der Jünger, die Jesus von Galiläa nach Jerusalem gefolgt sind und dann später mit dem Auferstandenen nach Ostern in ein neues, unbekanntes Leben aufgebrochen sind. Die Protagonisten dieser Veranstaltung sind die Sänger der Singgemeinschaft Weißenberg unter der Leitung von Dietrich Birold. Herzlich willkommen. Die Sänger werden die Kantstaller Volkspassion aufführen. Ein Sprecher werden uns Erich Pfeifenberger, Valentin Blaschitz und meine Wenigkeit unterstützen. Ich wünsche uns allen besinnliche Momente beim Zuhören der Leidensgeschichte Jesu Christi. Ich sage euch, ich werde es von nun an nicht mehr essen, bis es erfüllt wird im Reiche Gottes. Jesus wusste, dass für ihn die Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen. Da er nun die Seinen, die in der Welt lieb waren, so liebte er sie bis zum Ende. Musik
achte Male gingen sie hinaus zum Ölberg und traten dort in den Garten ein. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Setzt euch hier nieder, ich will dorthin gehen und beten. Nur den Petrus, Jakobus und Johannes nahm er mit sich. Da erfasste ihn Angst und Traurigkeit und er sprach zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Sein Schweiß ward wie Tropfen Blutes, die auf die Erde rannen. Mein Herz ist voller Schmerzen. Was wollen wir an mir wollen? Soldaten und Knechte. Judas ging ihnen voran, er hatte mit ihnen ein Zeichen verabredet. Den ich küssen werde, der ist es, den er greift und führt ihn vorsichtig ab. Sobald er nun Jesus sah, trat er auf ihn zu mit den Worten: Sei gegrüßt, Meister. Und er küsste ihn. Jesus erwiderte ihm: Freund, wozu bist du gekommen?
Mit einem Gusse verrätst du den Menschensohn? Dann trat Jesus der Rotte entgegen und fragte sie: Wen sucht ihr? Sie antworteten: Jesus von Nazareth. Jesus sprach: Ich bin es. Da wichen sie zurück und fielen zu Boden. Jesus fragte sie wiederum: Wen sucht ihr? Sie erwiderten: Jesus von Nazareth. Jesus sprach: Ich habe es euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr also mich sucht, dann lasst diese gehen. Nun nahmen sie ihn gefangen und führten ihn zum Hause des Hohenpriesters. Die Jünger aber verließen ihn alle und flohen. Von nun an werdet ihr den Menschensohn zu Rechten des allmächtigen Gottes sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und rief: Er hat eine Gotteslästerung ausgesprochen. Was brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt ja selbst die Gotteslästerung gehört. Was ist euer Urteil? Sie antworteten: Er ist des Todes schuldig. Da spieen sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Yeah.
fragte sie: Welche Anklage bringt ihr denn diesen Menschen vor? Sie erwiderten: Wenn er kein Verbrecher wäre, so hätten wir ihn hier nicht hergebracht. Dann begannen sie, Jesus zu verklagen. Jesus aber schwieg. Der Statthalter fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Ich bin es. Da sagte Pilatus zu den Hohenpriestern und zum Volke: Ich finde keine Schuld an ihm. Jesus, du mein Heil und Ehren, musst dir vor Pilatus stehen. Dieser findet keine Schuld. Jesus leidet mit pflegte der Statthalter, dem Volke einen Gefangenen freizugeben. Man hatte damals einen berüchtigten Gefangenen namens Barabbas. Pilatus sagte nun zu der versammelten Menge: Wen soll ich euch freigeben, Barabbas oder Jesus, den man den Messias nennt? Denn er wusste, dass sie Jesus nur aus Neid überliefert hatten. Die Hohepriester und Ältesten aber hetzten das Volk auf, sie sollten die Freilassung des Barabbas fordern. Da schrien sie: Hinweg mit diesem, gib uns Barabbas frei! Pilatus fragte sie: Was soll ich denn mit Jesus machen? Sie schrien: Ans Kreuz, ans Kreuz, ans Kreuz mit ihm! Pilatus erwiderte: Was hat er denn Böses getan? Ich finde keine Todesschuld an ihm. Doch sie schrien nur noch lauter: Ans Kreuz, ans Kreuz, ans Kreuz mit ihm! Da gab er ihnen den Barabbas frei. Jesus aber ließ erlösen und übergab ihn dann zur Kreuzigung. Menschenkämme entschlossene, bedenke das Gericht. Es müssen alle Stände vor Jesu. Die Soldaten führten ihn in den Kampf.
Vorhof des Gerichtsgebäudes, versammelten die ganze Kohorte, zogen ihm den Purpurkleid an, flockten eine Krone aus Dornen und setzten sie ihn auf. Dann begrüßten sie ihn. Heil dir, König der Juden! Sie schlugen ihm mit einem Rohr auf das Haupt, spieen ihn an, beugten ihre Knie und warfen sich vor ihm nieder. Weinet nicht über mich, sondern weinet über euch und eure Kinder. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie ihn. Mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, den einen zu seiner Rechten, den anderen zu seiner Linken. So erfüllte sich das Schriftwort. Für einen Übeltäter hat man ihn gehalten. Jesus aber betete. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Über seinem Haupte brachten sie eine Inschrift an mit der Angabe seiner Schuld.
Jesus von Nazareth. Ebenso auch die Schäcker, die mit ihm gekreuzigt waren. Beim Kreuze Jesu standen seine Mutter, Johannes und einige Frauen. Das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Jesus rief noch einmal mit lauter Stimme. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Dann neigte er das Haupt und gab seinen Geist auf. Mein Herz ist voller Schmerzen, was von dir kommt. Amen.
Da riss der Vorhang des Tempels von oben bis unten entzwei, die Erde bebte, die Felsen zersprangen, die Gräber öffneten sich und viele Leiber der Entschlafenen standen auf. Sein deinem Wort uns frei gemacht, von aller Angst und Angst. Sein letztes Wort, es ist vollbracht, das my ears.
Wir, die Siegemeinschaft Weißenberg, freuen uns, dass Sie so zahlreich mit uns ein Stück des Lebensweges Jesu gegangen sind. Wir haben professionelle Unterstützung bekommen, die Erich Pfeifenberger, Valentin Blaschitz und Dekan Zoltan Papp haben Sie ja bereits gehört. Und der Solist, der uns geholfen hat, ist Martin Grins. Ganz besonders bedanken möchte ich mich aber bei dem Mann, der die Initiative dazu gefällt hat, der unser Chorleiter ist, Winfried Tirol, und seine Gesundheit. Ja, wir sind jetzt schon in der zweiten Hälfte der Fastenzeit. Ich hoffe, dass wir die Kraft haben, auch die letzten 14 Tage noch unsere Vorsätze, die wir uns alle in irgendeiner Art und Weise gefasst haben, Verzicht, Fasten, was auch immer, noch durchführen werden können, durchsetzen werden können. Und freuen uns schon natürlich gemeinsam in 14 Tagen dann die Auferstehung zu feiern. Ich danke für Ihr Kommen. Ihre Spenden werden wir 1:1 an die Kinderkrebshilfe weiterleiten. Und wir wünschen Ihnen jetzt noch eine gute Zeit.